Dieser wunderbare Energy Drink Kong Strong Wild Power. Von Lidl für 25 Cent, weil ich nichts Besseres hatte. Hi, guten Tag und damit herzlich willkommen zum nächsten Gipfelkampf. Wir spielen heute gegen Crowd, wie ich schon in der Teambuilding gestern erzählt habe. Wir werden mal selbst die Regeln erklären. Mein Team muss ich nicht sagen, Crowd Team muss ich auch nicht sagen, habe ich alle schon gestern gemacht. Habe ich keinen Bock drauf, ich genieße lieber den unfassbar guten Energy Drink Kong Strong Wild Power von Lidl für 25 Cent. Wenn man alleine lebt, dann muss man sparen, Kinders. Man wirft das Geld nicht einfach so zum Fenster raus. Das wäre nicht so gut. Und nachdem wir letzte Woche den Bene absolut hexfrei besiegt haben, dachte ich, schreibe mit dem Crowd heute genau wie dem Bene letztes Mal auf ein Match mit vielen Hacks. Wir haben keine Eisattacke bei. Wir können also leider mal nicht freezen. Deswegen können wir uns heute darauf nicht verlassen. Aber wir gucken mal, was wir machen können. Die Aufnahme läuft. Ich muss mir gleich einen Screenshot. Wir brauchen wieder coole Top 4 Musik. Top 4 Musik haben wir. Gucken wir mal nach. Sprachaufnahme Outer City läuft. OBS ist auch am Laufen tun sein. Wunderbar, den Karl-Kampf-Aufnahme muss ich jetzt gleich nur noch sein Teamscreen shottern und Kampf beginnen. Ich bin aufgeregt. Ich habe das gerade auf Twitter gepostet, aber nochmal so an euch. Habt ihr vor so einem Kampf irgendein Ritual? Ich muss tatsächlich immer nochmal aufs Klo. So. Dabei hat er Vibor, Latios, Knogger, Kapukime, Meloetter und Donphan. Das sind tatsächlich also mit die Monster, die ich auch erwartet habe. Aber habt ihr irgendwie ein Ritual? Ich muss tatsächlich wirklich immer vorher nochmal aufs Klo. So, mit was fangen wir an? Ich sehe mal gerade, dass sein Team sieht mir noch mehr nach einem speziellen Meloetter aus. Ich glaube nicht, dass es physisch ist. Donphan hat wahrscheinlich als Rocksetter und Spinner. Ich bin in der Tat verleitet, straight mit Dings zu leaden. Mit Absol. Ich glaube nämlich nicht, dass er mit Kapukime leadet. Das wäre ein bisschen zu risky. Können wir mit Meloetta leaden? Das ist okay. Können wir mit Latios leaden? Ich glaube, wir leaden einfach mal mit Absol. Wer weiß, vielleicht werfen wir Absol wieder First Round weg. Das wäre eine Möglichkeit. Wir haben unsere Mons ausgewählt. Wir leaden Absol, denn wir haben ein spezielles Absol. Was für mich heißt, wenn er mit irgendetwas leadet, wo ich Abschlag klicken kann, dann klicke ich Fensteraura. Und wer weiß, vielleicht ist dieses Donphan dann auch schon eine wunderbare Two-Hit. So, Pokémon-Trainer Crowd fordert dich heraus. Wir leaden mit The Destiny. So. Und er leadet mit Choker. Choker ist sein Knogger. Okay. Da fände ich sogar gar nicht mal so kacke. Weil er könnte natürlich einen Z-Stein spielen. Das ist klar. Aber wir können jetzt in die Mega gehen und Finsteraura klicken. Außer es hat die Scar Flare Blitz. Fände ich cool. Fände ich cool, aber ich glaub's nicht. Ich glaube, da ist ein Z-Stein drauf. Gegen welches meiner Mons kann er denn nichts machen? Ich sollte ihm noch U2 schreiben, wir sind dann schon nett. Hat nämlich nochmal gerade geschrieben, good luck, have fun. Spaß sollte man immer haben. Ich stehe ziemlich kacke in der GPL, aber hab trotzdem Spaß. So. Joker, am besten wechselst du jetzt einfach straight. Er bleibt sogar drin. Kommt die Buleo-Beere. Ist das Scarf? Wir klicken auf Finsteraura und ja, oh fuck, das reicht nicht mal aus, schade. Flammenwurf, aber das ist okay, er ist ebenfalls speziell. Das ist okay, weil sein Ding kriegt jetzt unfassbar viel Schaden. So, das Ding ist jetzt, sein Switchen jetzt wird wahrscheinlich Kapukime sein, deswegen würde ich das liebend gerne mit einem Donnerblitz predikten. Da aber weiß, dass ich speziell bin, ist die Frage, ob er das macht. Eigentlich würde ich jetzt sogar, wenn da Kapukime kommt. Ah, er weiß, da ist eine Feuerattacke. Ich kann jetzt definitiv nicht. Möchte er sich das Ding nochmal aufbewahren? Ich würde nämlich am liebsten, wenn er als Kapukime kommt, tatsächlich auf meine Zahnspange gehen, auf Flunkiefer. Und ich glaube, ich mache das auch mal. Ich glaube, da kommt jetzt Kapukime. Crowd, tu mir eingefallen und geh jetzt einfach in Kapukime. Ich kann sonst nichts gegen dieses Ding machen. Ich glaube nicht, dass du jetzt nochmal auf eine Feuerattacke gehst. Du sackst dein Knogger nicht schon wieder.
Okay, er ruft zurück. Okay, da kommen die Koralle. Okay. So. Nebelerzeuger schwächt Drachenattacken und ich kann nicht auf sowas wie Toxin gehen. So. Er hat auch die Leftovers. Er hat nicht die Leftovers, er hat Nebelsamen, erhöht die Spezialverteidigung. Er spielt Nebelsamen hier drauf. Okay. Was mich jetzt mal interessiert, ich könnte jetzt die Rocks rauslegen. Allerdings würde ich lieber Metallstoß klicken, weil ich da eine Wasserattacke oder sowas erwarte. Falls eine Wasserattacke kommt, habe ich nämlich keinen richtigen Switch in. Und deswegen würde ich tatsächlich lieber jetzt klicken wir Metallstoß und revealen den. Da wäre eine Möglichkeit. Wir klicken es mal. Da kommt jetzt eine Wasserattacke, komm schon. Ne, geht aufs Gedankengut. Das in der Tat gar nicht gut. Das ist in der Tat gar nicht gut, dass er jetzt aufs Gedankengut geht. Da wechsle ich doch in der Hoffnung, dass er nochmal auf ein Gedankengut geht, in Panferno aus. Gedankengut. Was habe ich denn dagegen? Nichts. Gedankengut Nebelsamen vor allem. Der ist jetzt schon mal plus doppelte Def. Also Spätzdef kriege ich den nicht mehr da und ich muss ihn physisch runterholen. Den Satz habe ich gerade nicht gedroppt. Das wäre jetzt echt gar nicht mehr gut. Geht's aufs Gedankengut, okay. Da ist ein Gedankengut, er kann nicht die Anti-Giftbeere haben. So. Was für mich heißt, bitte mein gutes Panferno trifft den Mülltreffer. Bitte. Bitte triff jetzt den Mülltreffer. 80% Genauigkeit. Sonst habe ich unfassbare Probleme gegen dieses Kapokime, okay? Du triffst jetzt diesen Mülltreffer. Ich kann es vor allem nicht toxinieren wegen Nebelfeld. Das wäre ja an sich ja ganz schön, ne? Und dann hat man mal meinen Metallstoß auf Dings gesehen. Oder wechsel aus. Wechsel aus, das wäre mir auch lieb, damit du keine Boosts mehr drin hast. Wir sollten dem Ding, er wird wahrscheinlich physisch defensiv sein. Mülltreffer, der trifft zum Glück, okay. Und wir machen auch passablen Schaden. Kriegen Life-Orb-Schaden und er geht auf die Mondgewalt, die bei plus 2 auch leider Panferno rausnehmen wird. Yep. So. Jetzt möchte ich was kalken. So, Infernape hat nämlich gerade Sun Wukong gegen Tapu Fini, heißt das Ding im Englischen. Ein Core-Mindset, das heißt Gangshot, die, yep, das hat vom Schaden gepasst. So, Zygarde. Mein gutes alter Zygarde, ne? Sag mir, dass du das Ding jetzt mit 1000 Arrows killen kannst. Die Chance wäre da. Und ich muss die 1000 Pfeile jetzt auch klicken. Meine Drachenattacken bringen mir eh nichts. Aura-Umkehr. Nebelfeld ist keine Aura, ne? Vielleicht, oh, jetzt hätte ich fast Wutanfall geklickt. Das wäre fast ein Mistklick geworden. Ne, wir klicken 1000 Pfeile. Und hoffen, dass es ausreicht. Choice Band, komm schon. Es reicht nicht. Und er geht auf den Eisstrahl und wir verlieren schon das zweite Mal an dieser behinderten Kapokine. Das ist doof, ne? So. Nebelfeld ist verschwunden. Er ist bei plus 2. Wenn ich jetzt in Absol gehe, geht er danach in Bibo und kann easy U-turnen. Zapdos? Ich weiß nicht, aber wenn er... Ne, er ist physisch defensiv. Ich kann in Zapdos gehen. Weil, er hat immer noch seinen scheiß Knogger. Ne, ich muss in Absol gehen, tatsächlich. Ich muss in Absol gehen, weil jetzt reicht hier zumindest die Finsteraura aus. Und dann klicken wir auch auf Fensteraura. Und nehmen jetzt Kapokime voll raus. So. Kapokime ist weg. So, okay. Mein potenzieller Ladestrahl. Das Mod, gegen das ich gerne Ladestrahl mit Dings eingesetzt hätte, ist damit natürlich weg. Wir haben. Es kommt halt Bibo und drückt U-Turn, ne? Aber da können wir in Zapdos gehen.
Der können wir in Zapdos gehen in der Hoffnung, dass dann zu 30% die Statik triggert. Wenn er jetzt ein Bibo kommt. Wenn er danach auf SD geht und Poison Jab klickt und uns damit rausnimmt, wäre das ein bisschen doof. Und Absol möchte ich mir noch behalten, weil es mit Finster Aura einfach noch gegen alles unfassbar guten Schaden macht. Ah, physisch defensiv ist kaum. Immerhin habe ich den Mülltreffer getroffen. Hätte ich den Mülltreffer nicht getroffen, hätte ich jetzt ein verfickt großes Problem gehabt, ne? Ich habe kaum ein Tabufini voll ausgeblendet, ne? Was aber auch daran liegt, ich habe keine Ahnung, wie man das Ding normalerweise spielt. Ich glaube, das ist ja zumindest von den Tapus, welches am wenigsten gespielt wird. Es ist trotzdem Aoyu-Pick bei uns gewesen, aber ich meine, Kapuriki wird eher gespielt. Tapu Koko. Metalloetta. Mein gutes Meloetta, sind sie Scarfer? Sind sie ein Scarfer oder haben sie die Anti-Unlichtbeere? So sprechen sie jetzt oder schweigen sie für immer? Krieg ich Finsteraura oder krieg ich Sucker Punch? Oder wechsle ich aus? An sich kann Meloetta der Zahnspange nicht so viel. Weswegen ich jetzt, glaube ich, mal in die Zahnspange gehe. Vielleicht kommt jetzt auch ein Focus Blast. Wäre doof. Bedroher, falls er jetzt in Urgesang, auf Urgesang geht. Er geht auf Urgesang, okay. Aber wir haben Bedroher rausbekommen, das ist okay. Vor allem, weil wir hier den Knuller drauf haben. Das macht zwar immer noch guten Schaden, jetzt nichts lieb. Blödes Spiel. Da war wohl die Rache für den, ja. Okay. Wir gehen mal auf den Knuddler. In der Hoffnung, dass wir vielleicht aufwachen. In der Hoffnung, dass wir... Okay, warte, wir können jetzt gar nicht aufwachen. Das ist erste Runde. Wir können nicht aufwachen. Aber die Frage ist, wie viel Schaden macht er? Wir haben einen Bedroher rausbekommen, was ganz gut ist. Deswegen, wer weiß, vielleicht wechselt er auch gar nicht. Ach ja, Meloetta, dass ich dir mal gegenüberstehe, dich nach letzter Season echt nicht gedacht, ne? Wir hatten so eine innige Beziehung. Es war sowas Spezielles zwischen uns und jetzt hast du die Seiten gewechselt, ne? Aber jetzt war es ja auch ein Yu-Yu-Pick. Letztes Mal bei mir war es ja noch ein Aryu-Pick. Dieses verflixte Meter. Na, wir gucken mal. Die Rocks bekommen nicht mehr raus. Das heißt, Donphan hat auf jeden Fall seine Robustheit. Auch wenn ich die Rocks gerne rauskriegen wollen würde, wegen Knogger, einfach damit Knogger weg ist. Er ruft sogar zurück, okay. Das heißt, wir kriegen jetzt unseren Sleep Turn und er holt Donphan rein. Den Fun, okay. So, wir haben jetzt einen unserer Sleep Turns weg. Und wir gehen jetzt in Zapdos. Wieso hast du es nicht Frank genannt? Vor allem haben wir immer noch unser Sleep Fodder, was bedeutet, er kann mit Meloetta nicht einfach so, wenn er Bock hat, das Ding wechseln. Und er geht auf die Steinpolitur. Steinpolitur Donphan. Das ist offensiv. So. Klicken wir auf Toxin. Egal, was jetzt reinkommt, Toxin ist schön und ich glaube nicht, dass er an Bibo geht. Das wäre Selbstmord für ihn. Das heißt, irgendwas kriegen wir jetzt wohl oder übel toxiniert. Und Donphan sollte eigentlich... Gut, bei plus 2 ist es jetzt definitiv schneller. Er wird Investment haben und ich bin ein defensives Subdus. Ich habe gerade mal so viel Speed. Ja, die Steinkante kommt, die Steinkante trifft, die Steinkante macht passablen Schaden. Aber wir kriegen hier ein Toxin drauf. Was Schönes. So, wir haben ja auch die Leftovers, um uns ein bisschen gegenzuhalten. Das hat 120 gemacht. Das heißt, nach einem Bedroher... Upsi. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich auswechseln in die Zahnspange, um einen Bedroher da drauf zu kriegen, damit ein zweiter nicht ausreicht. So, ein Bedroher kommt. Er geht wieder auf die Steinkante, ist okay. Trifft auch, aber die sollte jetzt nicht so viel Schaden. Die macht immer noch ein bisschen Schaden, ne? War ein Crit, okay. Dachte nämlich gerade schon, warum macht das so viel Schaden. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Zapdos. Gegen Donphan. Stone Edge. Das ist einfach Adamant.
er hat mir gerade zu viel Schaden gemacht. Ich bin auf 75 runter. Das heißt, er hat mir 62%, er hat ein Damage-boostendes Item auf dem Ding. Wahrscheinlich Muscle Band, kann ich mir vorstellen. Damit hätte es vom Schaden mit Max Damage gereicht. Oder die Steintafel, das kann natürlich auch sein. Aber bei minus 1 Attack sollte er uns... Oh, möchte ich den Kampf aufgeben? Nein, 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 nein. Nein, oh. Aber wir gehen jetzt wieder an Zapdos. In Hoffnung, dass er jetzt nicht nochmal darauf geht. Wir gehen wieder an Zapdos. Kommt, es geht sogar nochmal auf die Steinkante, da trifft sie halt schon wieder. Oh, das... Oh. Predicted hat dort nicht, du Arsch. Okay, kriegt halt weiter Giftschaden. Das Problem ist, er wird jetzt wahrscheinlich noch einen Eissplitter oder so haben. Deswegen muss ich tatsächlich wieder... Boah, ich sack hier gerade richtig behindert meine Mons, glaube ich, ne? Ich muss Zapdos wieder hochheilen. Das Ding ist jetzt bei minus 2. Jetzt geht er auf einen Eissplitter, okay. Das macht jetzt keinen Schaden mehr. So. Wenn ich mir sein Team angucke. Ja. Ja, Necrozma kann hier trotzdem einiges machen. Ich werde jetzt hier einfach mal auf die Tarnsteine klicken, in der Hoffnung, dass er nicht auf Erdbeben geht. Aber jetzt geht er natürlich auf das Erdbeben. Warum sollte er es auch nicht tun? Ne? Damit geht jetzt leider das Ding hier raus. Und er wird auch den Knockoff haben. Aber das Gift rattet ihn, das Gift jetzt vorunter oder überlebt das knapp? Er überlebt es nochmal knapp, okay. So. Jetzt die Frage. Es war minus 2. Knockoff sollte keinen Schaden mehr machen. Wir könnten jetzt auf die Steinpolitur gehen und ihn am Gift sterben lassen. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Wir haben Prisma-Rüstung für den Abschlag. Wir klicken jetzt auf die Steinpolitur. Und hoffen, meine Freunde, wir hoffen. Okay, er geht nochmal aufs Erdbeben. Bei minus 2 sollte das aber nicht mehr so viel Schaden machen. Nope. So, und wir gehen auf die Steinpolitur. So, jetzt haben wir eine Psychokinese und Finsteraura. Und jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Absol haben wir immer noch mit Zucker da und Zucker ist immer noch gegen alles gut. Und Zapdos haben wir auch noch da, was... Das Einzige, was Zapdos, glaube ich, jetzt rein theoretisch noch machen könnte, wäre in der Hoffnung, dass die Statik bei Bebo triggert. Meine Wechsel waren gerade nicht ganz so wunderbar. Donphan ist jetzt auch weg. Donphan hat, siehst du mal, was Frank alles kann, ne? So, allerdings hat er jetzt das Problem, dass sein Necrozma steht, weil es bei plus 2 ist. Und er holt Meloetta rein. Okay. Hast du die Buleo-Beere, Meloetta? Das würde ich gerne wissen. Wir klicken jetzt auf Finsteraura. Nein, hat es nicht. Und das macht halt leider keinen Schaden. Das sieht man nach Assault-Vest aus. Und er geht auf die Dunkelklaue. Die allerdings nicht wirklich viel Schaden macht. Wenn das so ist... Wir könnten noch zweimal... Jetzt ist die Frage. Wenn ich... Okay. Ich muss plus 1 gehen, damit ich, glaube ich, Latios killen kann. Necrozma. Ich muss, um Latios mit einer Finsteraura one-hitten zu können, muss ich plus 1 sein, ne? Ja, ich muss plus 1 sein. Das heißt, ich klicke jetzt Ladestrahl in der Hoffnung, den Boost zu bekommen mit 70%. Und ich krieg sogar den Boost. Und er geht auf... Okay. Jetzt dürfen wir nicht einschlafen. Bitte nicht nochmal die 20%. Er hat den Ruckzuck-Hieb. Er hat den Ruckzuck-Hieb, oder? Dunkelklaue. Bitte nicht den Ruckzuck-Hieb. Bitte nicht den Ruckzuck-Hieb. Er hat nicht den Ruckzuck-Hieb. Wir gehen auf Psychokinese. Hat er noch eine Prio? Meloetta ist damit weg. Das war ein Crit, der hat nicht gemattert. Wir sind jetzt plus 1. Wenn er jetzt nicht gerade die Buleo-Beere da drauf hat. Aber wenn er jetzt nicht die Buleo-Beere auf Latios hat, ne?
Das sind wir plus 2. Oder wenn Scarflatios ist. Scarflatios kann jetzt auch noch was machen. So, das. Hey, ich merke gerade, das war ein Kill für Zapdos. Das Donphan, weil Donphan ist durchs Gift gestorben, komplett. Und das hat Zapdos gemacht, also. Boah, wenn jetzt Zapdos. Boah, Latios, du bist das letzte Mon, was mir jetzt noch im Weg steht, ne? Die Frage ist, war es ein Fehler von ihm, jetzt Urgesang zu klicken? Weil ich glaube, er hätte die Finsteraura bei plus 1 vielleicht noch tanken können. Ich weiß es nicht. Müsste man kalken. Weil Meloetta hat eine echt gute Spätstef. Knogger sollte keine Prio haben. Latios kann Sucker haben. Aber er überlegt gerade so lange, dass es mir eher danach aussieht, dass er nicht mehr weiß, was er tun soll. Tabaluga. Okay, Shiny Latios. Okay. Jetzt die Frage, Boleobeere oder nicht? Scarf oder nicht? Wir gehen auf Finsteraura, wir haben nichts zu verlieren. Finsteraura. Er hat die Boleobeere, okay. Und er hat auch keinen Scarf. Und jetzt Flinch. Nein, okay, Eisstrahl. Kommt der Eisstrahl, so. Schade. Der Crossman hat einen guten Schaden. Aber dass er die Boleobeere hat, war eigentlich klar, ne? So, wir haben jetzt noch Zapdos und Absol. Wenn wir das jetzt richtig anstellen, es kommt, glaube ich, einfach jetzt nur drauf an, ob gleich Dings die Paralyse bekommt. Wir gehen jetzt. Er war langsamer, das heißt, er ist kein Scarf. Also gehen wir auf Finsteraura. Er könnte jetzt auch sein, dass er. Er müsste jetzt eigentlich Knogger sacken. Jetzt Knogger sacken und dann in Bibo gehen. Und das Problem ist gleich einfach nur, bekommt Bibo gleich die Statik ab von Zapdos. Wenn es die abbekommt, ist aus. Weil dann nimmt jetzt Absol alles raus. Wir gehen auf die Finsteraura. Und das nimmt das Ding raus. Okay. Kinas. Hallo Bibor. Hallo Zapdos. Ich bete, dass seine Statik jetzt triggert, ne? Hoffentlich berührt er mich auch, aber alle seine Attack-Moves berühren mich. Das Ding ist, ich habe hier den Sucker drauf. Der wird Bibo aber nicht killen. Es kommt jetzt auf die 30% an. Oder er berührt mich nicht. Wenn er mich nicht berührt, hat er gewonnen. Den Knogger kann ich dann einfach Sucker klicken, falls Knogger irgendeine Ding. Wobei, ich gucke jetzt gar nicht nach. So, wir kommen nochmal zurück und jetzt bitte 30% Statik. Da geht ein Binger. Er geht auf Stachelfinale. Bitte, bitte, Para. Das war nicht die Para, die ich haben wollte. Berührt Stachelfinale? Berührt Stachelfinale? Stellt Kontakte. Okay, schade. Schade, Schokolade, weil selbst ein Crit wird uns jetzt nicht mehr ausreichen. Selbst ein Sucker-Crit reicht jetzt nicht mehr aus. Ich möchte doch einfach nur zweimal hintereinander gewinnen. Ist das denn so viel? Ist das denn zu viel verlangt? So, wir gehen auf den Sucker. Und das war nicht mal ein Crit, hätte uns wohl ausgereicht. Ein Crit hätte ausgereicht? Absol. 150 gegen Beedrill. Und tatsächlich. Ne, dann habe ich gerade einfach nur ziemlich Max-Damage bekommen. Schade. Hätten wir die 30% Statik bekommen. Boah, wenn Bibo paralysiert gewesen wäre, hätte ich Flammenwurf klicken können und dann wäre es aus gewesen. Schade. Aber es war ein schönes Match. Ah, oder die Boleobeere nicht auf Latios. Das wäre cool gewesen. Das wäre richtig cool gewesen. Aber wir hatten trotzdem ein schönes Match. Ich glaube, ich bin in der Tabelle immer noch vor Crowd. Ich freue mich auf den Rückrunden-Draft, wenn ich ein paar Mons austauschen kann. Dann, ja. Das wird
ein Fest. So, ja, gut, der Crowd ist immerhin noch unter uns. Wir haben 2-0 gegen Crowd verloren. Schönes Match an den Crowd. Knogger wurde nicht gesackt. Halleluja. Ja, ich habe Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch bei dem Kampf Spaß. Schaut euch auf jeden Fall nochmal Crowdseite an, da kommentiert es ja alles nach. Wir können auch mal gucken. Ich habe ein bisschen blöd gespielt mit Zapdos. Das war halt echt ein bisschen... Ah, Stachelfinale Bibo ist halt gut, ne? Aber ja, die Para wäre schön gewesen. Wie gesagt, Flammenwurf wäre... Ah, aber was wollen wir machen? Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Sonntag. Man sieht sich dann beim nächsten Mal. Und tschüss.